Was geht, Leute? Herzlich willkommen zum neuen YouTube-Video. Wir sind hier heute auf der Essen Motor Show, auf dem Preview Day. Wir gucken uns einfach mal an, was hier so abgeht dieses Jahr, zeigen euch ein paar Impressionen. Wir haben Leon, den professionellen Kameramann, dabei. Den Schwachsinn. Ja, Freunde, wie es weitergeht, erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Bis. Jetzt angekommen auf der Essen Motor Show. Steht auch schon GTR. Ja. Sind jetzt hier mal in der ersten Halle. Von GTI. Und wie gesagt, ich filme euch mal ein paar Impressionen. Gucken selber mal, was dieses Jahr hier abgeht. Ja, ich bin selber gespannt, ob es mal wirklich was Neues gibt oder ob es halt so wie letzten Jahres brennt. Was meinst du? Ist immer so wie letztes Jahr. Denke ich auch. Aber was soll's, Essen Motor Show. Vor 10 Jahren war die Show noch geil. Und mit dem Keller da, wo du alles kaufen konntest und so. Das war geil. Ja, Freunde, wir filmen hier ein bisschen für euch. Leute, was geht ab? Habt ihr Leon eigentlich vermisst auf unserem Kanal? Viele Kommentare gelesen zu dem Video von dem Golf. Dass wir mal ein bisschen mehr zum Golf machen sollen. Leon, wie sieht das aus? Kommt da demnächst mal ein bisschen mehr über den Golf? Ja, kommt bestimmt ein Video, wie mache ich meine Macke weg. Felgenmangel. Ach, Leon hat sich die Felgen angeeckt. Das nenne ich doch mal ein Intake. Ja, das ist doch mal lecker. Also ich finde die Folierung von dem Porsche schon echt lecker, muss ich sagen. Das gefällt mir. Auch die Felgen dazu. Ja, kann man so machen. Auf jeden Fall. Brennen ist hier schon wieder on fire. Brennen möchte für die Halle unbedingt so eine Männerküche haben. Brennen, hast du da Bock drauf? Ja. Hast du das Geld dafür? Ich baue die hier ab und nehme die einfach ein. Einfach mitnehmen, alles klar. Aber so ein Werkstattwagen? Junge, das Ding habe ich gestern noch bei TikTok gesehen. Wäre schon geil. Ey, die Felgen auf dem E39, aber nicht in diesem Rot, würde ich fühlen. Würde ich schon wirklich fühlen. Weiß vielleicht oder halt einfach Aluminium. Unbehandelt. Brennen, wann kriegen wir eigentlich hier auch so Performance Floor? Gar nicht. Warum nicht? Warum? Na gut. Wenn der nass ist, kannst du nicht mehr. Sollen wir die mal so drauf machen? Ja. Alter Schwede. Junge, das Ding. Das ist lecker. Damit würde ich auch mal sonntags Brötchen holen fahren. Ich das mal. Ja, Junge, kann ich kaufen. Dafür kann ich aber mein Schniedelwutz spenden oder so. Frag, wie viele Punkte du hast. Alter Schwede. So, wir fragen jetzt erstmal nach, wie viele Punkte wir hier haben. So, was meint ihr, wie viele Punkte haben wir? Hallo, ich sag, ich habe 0 Punkte. Brenn, wie viel hast du? Alle. Keine Ahnung, 5. Meine Punkte hast du? Ja. Du fängst an. Ja. Ich fange an. Leon, was denkst du, wie viele Punkte hast du? Keine. Einen? Keine. Keinen. Vielleicht einen. Renten? Keine, 5 oder so. Ich sag, ich habe keine. Auf dem Bild dachte ich noch. Keine Einträge, guckt euch das an, Freunde. 0 Punkte in Flensburg. Geiler Typ bin ich. Jetzt wird's ernst. Ja, ich will mal Renn, das dauert mir ein bisschen zu lange hier bei dir. Was ist denn da los? Erstmal nachzählen. Ich glaube 4 Stück, glaube ich. Ich weiß nicht genau. Guckt euch das mal an, ey. Da kann man schon ein bisschen stolz drauf sein, oder? Vor allem mit so einer illegalen Bude wie meine. Brennen kriegt er gerade richtig auf den Sack für seine Punkte. Sieht hier aber gar nicht gut aus. Und Brennen, wie ist gelaufen? Gut. Wie viel hast du? Nur 2. 2? Ja. Wow. Was ist? Glückwunsch! Alter Schwede, was sehe ich da? Endlich kann ich das Gerät hier mal in echt begutachten. Verfolge ich ja schon ziemlich lange den Umbau. Heftiges Ding, wirklich heftig. Geisteskrank. Also wirklich, was Johannes Fabian
da geleistet haben. Props gehen raus. Heftig, geisteskrank. Was ist das denn bitte? Das ist der Rocks E Extreme, Junge. Und was ist mit dem Spoiler? Der wäre doch mal was für Tim. Ist der eingetragen? Ja, stimmt. Ja, mir gefällt die Farbe. Das ist ganz geil, muss ich sagen. Ja, ganz klare Sache, ich brauche hier einen Chupa Chups. Zwei. Sehr gut. Irgendwie hat die Folierung was. Finde ich irgendwie ganz geil. Das ist mal irgendwie was anderes. Der hat bestimmt einen dicken Motor, da nehme ich eine M-Schürze dran. Kleiner Insider. Wenn dann. Ja. Komm, wir holen uns astreines Redline-Gewindefahrwerk für den 4.6. Guck mal, steht sogar hier BMW. Ah ne, E36. Naja, fast. Was kosten die BMW? Frag doch nach. Hier gibt es auch die krassen Tuning-Kühler-Grills ohne Emblem. Für alle, die nicht zu ihrem Opel stehen. Alter, ich gehe auch zur Bundeswehr, wenn ich dafür so ein M2 kriege. Karrierebeschleuniger. Da bin ich aber am Start. Aber ja, fertig so ein Vertrag. Da ist die Stoßstange für den Motorumbau. Da ist sie. Ja, da gibt es einen Motorumbau mit. Aber die unterste auch für den 4.6er. Da ist sogar 3.9er. Wow! Ja, aber boah, die ist Junge, nicht für, wow! Die ist nicht für Motorumbau geeignet. Weil da hast du richtig Ansauggeräusch mit. Ja, Freunde, haben jetzt erstmal so einen saftigen Lolli geklärt. Und haben wir noch einen saftigen Lolli dabei. Also, was ist das denn? Irgendwie kann das was. Dafür, dass das Folie ist, kann das wirklich was. Erstmal ein gratis Effekt am Eisenbahnstand hier klar gemacht. Brennt weißt auch. Du, warum die Effekt verdehnt? Weil Effekt da Pisse schmeckt. 3 Euro für eine Tischfeder. Ne. Kann ich das hier verstellen? Ja. Ne. Prost, Freunde. Gratis schmeckt immer am besten. Wo ist der denn? Ist das da eingetragen? Bitte? Ich glaube nicht. Ja, der ist ja nicht getuned. Ja, es stimmt auch drauf. Tune itself. Ach komm, sabbel nicht. Richtig, kranke Felgen. Die wären eigentlich was für unseren Kollegen Robby. Steht schon brutal. Alter Schwede. Was ist das denn bitte für ein verrückter Rucksack? Der hat einfach Augen. Der blitzelt? Blitzelt der? Alter, der Rucksack blitzelt. Was geht? Aber ich dachte kurz BA vom A-Team. So, wir gehen jetzt hier in Halle 6. Schauen wir uns mal, was uns hier erwartet. Mutlu. Ah ja, Livella. Die guten Felgen von Mutlu. Alter, dieses Felgenfinish. Diesen Gebrush, ne? Das ist einfach geisteskrank. Das hier sieht auch einfach gestört geil aus. Und da muss man wirklich sagen, Livella macht so gestört geile Felgen. Mutlu und Marco sind auch am Start, Degenhardt. Geil. Muss man sagen, ist schon verdammt sexy. Hier wird poliert. Hier wird richtig wegpoliert, oder was? Sehr wild. Sehr, sehr geil.
So Freunde, lasst doch mal an der Stelle schon mal ein Like und einen Kommentar für das Video da. Ihr wisst, ein bisschen Algorithmus pushen und so weiter, das tut uns gut. Haut mal in die Kommentare, was ihr bisher von der Motorshow haltet. Würdet ihr hinkommen oder nicht? Was haltet ihr generell von den Autos hier? Wie gesagt, pusht ein bisschen den Algorithmus, Freunde. Würde uns sehr freuen. Und lasst ein Abo da. Boah, geil. Toyota Cresta. Die Farbe ist heftig, ne? Weißt du, an was mich dieses Auto immer erinnert? An Frederik Sörli. Der Toyota Cresta mit 2JZ, wie er über den kompletten Nürburgring driftet. Geil. So Freunde, jetzt sind wir hier am Stand von LB Garage. Darauf habe ich mich hiermit am meisten gefreut. Da sehen wir den Golf, wenn die Kamera jetzt nicht so rumspacken würde. Ja, ich glaube, hier muss ich mal ein bisschen genauer mir die Autos anschauen. Welche? Ist richtig. Ich glaube, die nehme ich. Gestern noch das Video zu den Felgen gesehen. Das ist schon geil. Guck dir mal die Nabendecke an. Das finde ich ja richtig geil. Ja, meine Kamera spackt hier voll rum wegen dem Licht. Aber dieses Hemd finde ich echt verdammt geil. Muss ich sagen. Verdammt sexy. Wirklich verdammt sexy. Diese ganzen Details. An Golf 6, die sind selten geworden. Geil. Sehr wild. Vor allem ist es jetzt ein GTI oder nicht Brenten? Rückleuchten sagen nein. Ich sag nein. Ich sag auch nein. Geil. Ich finde diesen Camber einfach geisteskrank wild, ne? Und das einfach auf so einem Hyundai, wie heißen die? Genesis, glaube ich. Das ist dieses Auto, was hier nur eine Tür hat und auf der anderen Seite zwei Türen hat. Da, guck, hier hat er einfach zwei Türen. Auf der anderen Seite nur eine. Das finde ich ganz, ganz wild. Den finde ich auch ganz, ganz wild. Der ist schön. Junge, Alpha Man Eater läuft hier, geil. Ja. Nice. Verdammt schön. Alter, ist das krank oder ist das krank? Einmal bitte alles, was geht. Also ihr könnt mir auch sagen, was ihr wollt. Aber meine Meinung, RX-7, geilstes JDM-Fahrzeug, was es gegeben hat und auch bis heute gibt. Vielleicht kriege ich jetzt Hate von den Supra Boys oder den Skyline Boys. Aber ich muss Tatsache sagen, RX-7, geisteskrankes Teil. Hello people on the Internet. We are here at Kevin. Na, Spaß beiseite, aber ich muss sagen, dass ich das Ding mal in echt sehe, ist schon anders wild. Na, hier mal schauen. Vor allem, wie klein ist das bitte? Also ich bin ja schon nicht groß, ne, aber es ist wild. Ich finde alleine diese Umsetzung, dieses Mini-Auto mit dem Motorrad zu verbinden. Ich meine, ihr seht ja schon, wie klein das Ding ist, anhand der Tatsache, wie krass eng das mit diesem Motorrad ist. Das ist geil, muss ich sagen. Gefällt mir. Leute, was meint ihr nächstes Jahr? E39 hier auf der Messe ausstellen? Ja, nein? Vielleicht ist er bis dahin dann auch mal so weit, dass er Messe würdig ist. Ich meine, ich bin ja noch immer mit der Intention hier vielleicht ein Airride zu kaufen für den E39. Schauen wir mal, was wird. Auch anders sexy dieses Auto. Sehr, sehr schönes Teil. Und sagt mir, was ihr wollt. SEC, das ist einfach Chefauto. Damit bist du einfach der Chef. Einfach Chef. So, und das ist ja Tatsache der Jaguar, den ich mir als nächstes Projekt vorstellen könnte. Ah, ich habe schon derbe Bock auf sowas, muss ich sagen. Das ist halt einfach geisteskrank sexy. Ist vielleicht nicht in weiß, aber
Weil es eigentlich ganz geil. Weil nee, Grün ich bin so, für Rot, ja. Grün und so sind die alle, weißt du? Auch ein verdammt schönes Auto. Ja. Alleine mit den Custom Wheels. Oh, geil. Und jetzt guckt euch mal diesen Lack an. Der ist saftig kräftig. Was hat's von Grün? Ich rede von diesem Auto hier. Ich weiß, da ist eine fette Delle in der Tür. Eine richtig fette Delle. Aber es ist trotzdem ein sehr schönes Auto. Siehst du das? Ja. Sieht man das? Sehe ich. Und Rost. Ah, ich liebe dieses Auto. Einfach der Inbegriff von Shark Nose. Sag ich. Der Bruder hat das Fitment-Spiel anders durchgespielt. Brennen? Sollen wir das auch bei meinem machen? Ja, aber Static. Also, hab ja schon Bock drauf. So ein bisschen den E39 zu tacken. Jetzt stehe ich hier Leon im Weg. Hallo? Hallo? Apropos E39, da haben wir doch einen. E39 in Orange. Was für ein Ich meine, der hat einen verbracht. Was für ein Ding? Ich finde diese Stoßstange ja einfach geisteskrank. Und die Felgen auch. Wow. Ja, kann das. Auch die Haube, die wäre doch auch was für meinen, oder nicht? Da kommt dann noch deine Alte. Erinnern, ich habe mir die passenden Kondome für dich gefunden. Geil. Ich brauche die aber nicht. Warum nicht? Weil ich die nicht brauche. Wofür? Ja, weiß ich auch nicht. Ich bin ja absolut kein Opel-Fan, aber sowas kann dann doch schon was, muss ich sagen. Ja, der kann was. Auch sehr, 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 sehr böse. Geil. Ah, sexy. Einfach sexy, Freunde. Was soll man dazu sagen? Es ist einfach. Das ist ein Komm. Ist es ein Komm? Ist ein Komm. Geil. Oh Leute. Da ist Robbie Bubbles. Wir haben Robbie Bubbles gefunden. Robbie! Was geht ab, Alter? Geile Sau. Also Freunde, bisheriger Fazit. Ich bin froh, jetzt hier mal wieder am Preview Day da zu sein. Das kann ich euch auch allen eigentlich nur ans Herz legen. Es ist nicht so voll. Ihr seht ja selber, ich kann hier ganz, ganz entspannt laufen, kann reden, Kamera on point. Ja, lohnt es sich bisher? Jein. Also es ist ziemlich viel, was sich wiederholt. Wirklich ziemlich viel. Aber was ist hier mit der Kamera los? Ja. Tuning Experience ganz geil dieses Jahr, muss ich sagen. Würde ich wieder gehen. Definitiv. Ich finde, Essen Motor Show ist immer so ein Ding, das muss man zum Jahresende einfach mitnehmen. Weiß ich, wo die anderen sind? Auf gar keinen Fall. Keine Ahnung, wo die sind. Jetzt Chrome Cars. Direkt auch hier. Der 34er GTR. Farbe ist und bleibt einfach ein Traum. Was haben wir denn hier für ein Auto stehen? Freunde, Freunde, Freunde. Wer weiß, was das für ein Auto ist, schreibt es runter in die Kommentare. Ja, noch ein paar JDM Cars. Den habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen. Ja, super. Da steht schon das ein oder andere schöne Auto, muss man Tatsache sagen. Den Spoiler finde ich halt auch anders wild, muss ich sagen, ne? Das finde ich ja mal endgeil. Also das ganze Auto, das ist schon mal was anderes. Würde ich so fahren, würde ich so nehmen. Ist akzeptiert. So eine S13. Schmeckt auf jeden Fall. Aber dieser Kontrast hier zum Z1, irgendwie passt das gar nicht. Ich weiß nicht, was dieses Auto hier an dem Stand zu suchen hat. 34er, der Lexus. Da. Und dann so ein Standard Z1. Ja.
Girl, you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you I'll take a look. Don't know what your mama took, sweet and spicy like a cook, yeah. I'll keep it real, let's make a deal. Buy you a meal if you just let me feel. Get out your heels, grab on the wheel. Back to my place at the top of the hill. Don't have regrets, I know what's next. She need a fresh, I'll be back in a sec. Look at the mix, don't make me beg. Back to the room, let me show you my bed. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Could look at you all day. Watch the way them hips sway. Love your body so I pray. Don't you dare take it away. Can't control what I say. Lost my mind cause your frame. Hey, girl, what's your name? Lit me up just like a flame. Body in motion, I feel the commotion. Beyond you like lotion. I'm honest and broken. I flow like the ocean. I feel you were chosen to fix me. I'm broken. My heart that you stolen. Hey, stay with me, play with me, lay with me. Hate to see when you leave. Chemistry feels like it's destiny. I just want you laying next to me. And I really don't want you to touch me. On your body feels like taking on a dream. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb.